da. Ich würde das gerne noch zu Ende bauen, aber ich kann ja nicht mehr zurück. Mother Sphia muss das doch gewusst haben, oder? Vermutlich. Aber... Du fragst dich, warum sie die Wahrheit vor uns verborgen hat, richtig? Ich habe noch nie in meinem Leben an der Mother Sphia gezweifelt, ich schwöre es. Aber ich bin einfach ein bisschen verwirrt. Ich kann das verstehen. Geht mir genauso. Aber ohne weitere Informationen können wir es nicht wissen. Lily, wir sollten uns erstmal auf das hier fokussieren. Ja, da hast du vollkommen recht. Da bin ich mal gespannt. Hacking erfolgreich. Jetzt bist du dran. Yo. Hypertube ist zu. Das ist der einzige Weg zum Raumfahrtzentrum. Kannst du sie irgendwie öffnen? Nahkampfschutz, Omnibolzen. Da will ich jetzt noch mal hin. Jawohl. Den will ich anziehen. Also so einen Clown hätte ich auf meiner Kindergeburtstagsparty aber auch gefeiert. Dieses Outfit ist mal so unpassend. Hahaha. Wie, du gehst pennen. Okay. Gute Nacht. Ich nehm's eh auf. Also von daher ganz entspannt. Stromanschluss der Hypertube. Wenn du alle Anschlüsse hier aktivierst, wird die Hypertube wieder mit Strom versorgt. Geht klar. Überlass das mir. Ich werde das Spiel auf jeden Fall durchziehen. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen gecheatet. Das war nicht der offizielle Weg.
Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich vielleicht sogar... Ja, das ist rückwärts. Hier wimmelt es von Nativas. Sei vorsichtig. Ach. Oh, kein Problem. Der hat gesessen. Der kann nicht viel. Dazu ist bestimmt noch da. Hier drüben! Hier! Um die Hypertube zu nutzen, müssen wir sie mit Strom versorgen. Alter, du sollst diesen Lappen hier fertig machen. Super. Hypertube wird wieder mit Strom versorgt. Jetzt können wir endlich zur Hypertube. Super. Kann ich auch so hoch? Nee, schade. Gut, muss ich zurück. Zurück, Marsch, Marsch. Kann ich schneller laufen? Obwohl mit dem Outfit, weiß nicht. Wow, sie öffnet sich. Komplett leer.
Ende in Sicht. Ist das auch sicher? Sie war verriegelt. Die Route ist wahrscheinlich sicherer als andere. Was ist los? Stimmt was nicht? Nein. Schon gut. Das gefällt mir gar nicht. Alter, was zum Geier? Oh, zum Glück gab's Heilung. Hey, wie soll man das denn? Ah, scheiße. Ich bin schlecht da drin. Das war knapp. Lilly, du bist hinter mir, oder? Geht das bitte etwas langsamer? Alter, du Mistsau. Mehr Bello, du Lappen. Er kriegt da einmal auf die Fresse, weißt du, und dann haut er ab. Ist ja feige Rattensack. Er ist weg. Wir sollten eine Pause einlegen. Ja, die Frage ist, wo? Da ist noch ein Mensch. Hör zu, du musst überleben. Du musst weitermachen für dieses Kind. Wenn du das verstehst, dann geh endlich. Na dann. Ein Versorgungslager. Ja, kann ja nichts mehr. Glaube auch nicht, dass ich da noch großartig was krieg. Doch, komm schon. Hätte dir mal was geben können. Hier müsste alles voll sein. Ja. Wirkte nur anders als die, die mit Maschinen verschmolzen sind. Anders? Ich habe starke Gefühle gespürt. Stärkere als jemals zuvor. Gefühle? Es waren keine gewöhnlichen Gefühle. Hass erfüllt. Er wird zurückkommen. Aber wir haben seinen Arm abgetrennt. Ja, allein das wird seine Gefühle nicht auslöschen.
Was zum Geier? Hier kannst du durch. Holden, nimm mich mit. Siehst du, ich kann laufen. Nicht besonders schnell, aber trotzdem. Bitte, lass mich nicht zurück. Holden, was tust du da? Holden! Oh nein, Holden! Also, es ist ein Riesenpenis, der in den Himmel ragt. Lilly, was ist das hier für ein... Für wen mach ich denn die Witze hier eigentlich? Von hier wandern Ressourcen und Materialien zum Orbitlift. So, die Kugelweiche sind irgendwo brauchen. Omnibolzen. Hier gibt es zwei von diesen Viechern. Da ist eine seltsame Kugel. Ja, das kenne ich schon. Die Kugel muss dahin. Und darüber. Okay, verstehe. Da drüben auch? So, da muss hier doch irgendwo noch eine dritte zu finden sein. Na, siehst du. Gut, dass sie hier durchging. Nicht möglich, ja. Warte, was? Achso, hier ist eine Kugel drin. Damit die andere hier rein müssen. Ja, gehst du da jetzt rüber? Oh, komm schon. Komm auf. Ah, die Kugel will nicht so ganz. Doch, jetzt. Jetzt! Oh, da ist wohl etwas aus dem kaputten Container gefallen. Urteil Exospine. Die Tarsia-Aufladung um. Oh, das ist gut. Schild. Durchbruch. Bodengerammte Gegner. Das ist. Ah. Das ist alles ziemlich geil. Trefferrate. Ist aber noch nicht komplett verbessert. Na gut. Nehmen wir erstmal mit. Lilly, da vorne ist ein seltsames Gerät. Gib mir einen Moment, okay? Ich muss das Objekt nur von den Kartendaten trennen. Oh, wow! Das ist ein Geschützturm, der Plasma schießt. Ich erledige das. Hä? Aber so könntest du entdeckt werden. What the fuck?
Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier war ich doch fertig, oder nicht? Ja. Die Exosbeine habe ich schon, also macht das alles keinen Sinn. Warte mal, kann ich vielleicht... Nee, da kann ich nicht hoch. Schade. Lilly, da vorne ist ein seltsam... Ha? Aber so könntest du entdeckt werden. Oh nein, sie schützen... Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ein Geschütz um hinzustellen ist spieltechnisch dumm. Vielleicht sinnvoll, klar, aber auch dumm. Schieße den Container, der unten am Kran hängt. Schieße den Container runter, der am Kran hängt. Lilly, da vorne ist ein seltsames Gerät. Gib mir einen Moment, okay? Hä? Aber so könntest du entdeckt werden. Oh, okay. Und das mit nur einem Schlag. Ja, okay. Ich hatte nur Glück. Das ist korrekt. Also dann, hier lang. Tor. Lilly. Alles gut. Vorsicht. Über dir. What the fuck? Dieser Kamerawinkel war... sehr unvorteilhaft. Lauf! Bleib nicht stehen! Hab ich nicht vor. Oh, schnell! Lauf weiter! Geh weg da! Puh, das war echt knapp. Nochmal gut gegangen. Das war doch kein Zufall. Hauen wir ab. Einverstanden. Wir müssen irgendwie daran vorbei. So, ich muss warten, bis so ein Container kommt, dann auf den drauf und dann hier rüber. Dahin. Das ist der Plan. Na komm.
Lasersanlage durch. Hat schon seinen Grund, das wird eklig. Du, dass du die Laser nicht berührst. Das hat schon seinen Grund. Warum hier so ein Sch-Bums ist. Ah, hier geht's nicht weiter, okay. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Unverzollte Ladungen registriert. Aufseher, bitte überprüfen Sie Ihre Warenbereiche. Was zum Geil? Ich weiß doch gar nicht, wo ich lang. Och nee. Ach komm. Bitte herhören. Alle Abläufe werden bei Stromverzögerungen pausiert. Alter, haben die mich erschreckt. Drohnen-Upgrade-Modul. Okay, dann haben wir das schon nochmal. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt durchgeglitscht bin. Da leicht die Panik bekommen. Ja, dann mach's ja, auch. Adam hat meinen Horizont erweitert. Ist klar. Okay. Komisch aus. Ah, ich wollte doch sparen. Werde ich auch nie wieder rauskriegen. Also scheiß Köter da. Kannst du vergessen. Eine Leiter. Ja gut, ist jetzt auch nicht unbedingt schwierig. Au. Och nee.
Eieiei. Fuck. Oh Mann, dieses Taktik da oben, ey. Das kriegt mir gerade derbs auf den Sack. So, das ist eigenartig still. Das sieht eigentlich. Ich kann das Raumfahrtzentrum sehen. Das sieht irgendwie nach Auerbohauer aus. Erstmal in dieses scheiß Lager. Einfach nur, damit ich den ganzen Kram nicht nochmal neu machen muss. Super. Wir verstecken uns irgendwo. Ich hab dich doch versteckt. Oh, das ist mies. Ja. Wir haben es noch nicht geschafft. Aber die Arena gefällt mir nicht. Wachsam, Lilly. Natürlich. Die Arena gefällt mir ganz und gar nicht, Leute. What the fuck? Okay, das ist fair, aber komisch. Ich hätte gedacht, hier gibt es auch einen Stinkekampf.
So, ich weiß halt nur nicht, ob ich noch ein paar Fähigkeitspunkte bekommen habe. 2 Stück. Nutze ich nicht viel, ne? Das nutze ich halt am meisten oder das hier. Schlimmer zu sein. Okay, wollen wir los? Wie komme ich an Bord? Nach rechts. Es ist nicht weit. Gut, aber hier gibt es noch Stuff. So, Nano-Element. Das Zentrum ist ein Tor zum Weltraum, das in Erinnerung an den Vater der technischen Innovation und Raumfahrtentwicklung Raphael Marx errichtet wurde. All unsere Mitarbeiter bemühen sich, ihnen ein Erlebnis zu bieten, das seinem Namen gerecht wird. Kunden, die den Personenverkehr in Anspruch nehmen, sollten zunächst den Passagierlift aufsuchen. Sie können anschließend bequem über das Terminal einchecken. Dieses Zentrum bietet einen umfassenden Kundendienst, der automatisch die Gepäckaufgabe und Sicherheitskontrolle beim Einrichten übernimmt. Bei eventuellen Unannehmlichkeiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Informationsschalter. Dienstmädchen des Typs Arisa stehen Ihnen zur Verfügung, zur Unterstützung zur Verfügung. Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine komfortable Reise durch den Weltraum zu ermöglichen. Okay. Es ist kaum noch Munition übrig. Nicht, dass Kugeln besonders effektiv gegen diese widerlichen Biester wären. Das Kommunikationssystem spinnt auch. Wir müssen blind vorgehen. Nahkampfwaffen funktionieren, sind aber zu riskant. Wie lange können wir das noch durchhalten? Ehre, zu Diensten zu sein. Den Rest überlasse ich Ihnen, Commander. Möge die Zukunft der Menschheit hell erstrahlen. Tja. Das ist ein Jagdrevier. Dieser Ort dient allein dazu, ihren Hunger zu stillen. Wir sind nur ihre Beute. Es ist vorbei. Unser Schicksal ist besiegelt. Sich dagegen zu sträuben, wird nichts ändern. Okay. Apfelsaft. Na dann. Ich will da rein. Ich weiß zwar nicht, was da drin ist, aber es sieht alles cool aus. Werbung der Aerospace Company. Hawk Aerospace Company. Der Himmel ist die Zukunft. Ja, ja, von mir aus. Kann ich nicht hier nach links rein? Schade. Nee, das ist.